بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn aller Welten, und ich bezeuge, dass niemand mit Recht und Wahrheit angebetet werden darf, außer Allah, der Allmächtige. Und ich bezeuge, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam sein Diener und Gesandter ist. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wir sind in der Sura Al-Hijr. Das ist die Sura 15 im Koran Al-Karim. Und gestern haben wir darüber gesprochen, liebe Geschwister, wie Ibrahim alaihi salatu wasallam Besuch bekommen hat von den Engeln, die in Menschengestalt zu ihm gesandt wurden. Und die Engel kommen immer nur in zwei Angelegenheiten, entweder um eine Botschaft zu überbringen oder um eine Strafe zu verkünden. Und dieses war beides der Fall. Das eine haben wir schon gelesen, dass Ibrahim a.s. eine frohe Botschaft bekommen hat. Welche Botschaft? Nein. Dass ihm ein Sohn von Allah subhanahu wa ta'ala geschenkt wird. Und unter welchen Umständen? Unter welchen Umständen? Bitte schön. Im hohen Alter. Im hohen Alter. Was war mit seiner Frau? Sie war nicht fruchtbar. Sie war unfruchtbar, richtig. Und das noch im hohen Alter. Unfruchtbar. Unfruchtbar im jungen Alter ist schon ein Hindernis. Und überlegt mal, sie war alt und noch unfruchtbar. Das heißt, das ist ein doppeltes Hindernis. Aber innahu ala kulli shay'in qadir. Wir haben gestern darüber gesprochen, was die Allmacht Allah subhanahu wa ta'ala ist. Heute bi'idhnillah ta'ala werden wir darüber reden, wie die Engel jetzt Ibrahim alayhi salatu wasalam mitteilen, dass das Volk von Lot, seinem Neffen, denn Lot alayhi salatu wasalam ist der Neffe von Ibrahim alayhi salatu wasalam, wie sie vernichtet werden, das Volk von Lot alayhi salatu wasalam, für ihre abscheuliche Sache, die sie gemacht haben. A'udhu billahi s-sami' al-alim min ash-shaytan ar-rajim. Qala fama khatubukum ayyuhal mursalun. Versucht mal bitte kräftiger mitzulesen, ja. Ich meine, subhanallah, so viele Leute hier und das hört sich an, als ob nur ein halber Mensch hier wäre. Qala fama khatubukum ayyuhal mursalun. قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين نعم Das sind die Ayat. Erstmal die Übersetzung und dann بإذن الله تعالى erklären wir diese Ayat. Er sagte, was ist nun euer Auftrag, ihr Boten?
Sie sind immer noch bei Ibrahim alayhi salatu wassalam, diese Engel, die in Menschengestalt zu ihm geschickt wurden. Wir haben gesagt, welche Engel waren das? Einmal? Richtig? Mikael und Jibril und Israfil. In Menschengestalt waren sie bei Ibrahim alayhi salatu wassalam und sie waren auf der Durchreise. Das war nicht ihr endgültiges Ziel, dass sie bei Ibrahim alayhi salatu wassalam gewesen sind, sondern dort haben sie ihnen die frohe Botschaft verkündet, dass Allah subhanahu wa ta'ala ihm einen Sohn geben wird, das heißt Ishaq und nach Ishaq dann Ja'qub. Aber hier fangen sie jetzt an, auch ihr Ziel zu verdeutlichen. Ibrahim alayhi salatu wassalam hatte ihnen bislang keine einzige Frage gestellt. Wir haben das gelesen. Er hatte ihnen nur gesagt, dass er Angst vor ihnen hat. Und er sagte zu ihnen, was? Warum? Richtig. Und warum sie nichts gegessen haben. Das war alles. Aber jetzt, nachdem sich die Stimmung etwas gelockert hat und nachdem Ibrahim a.s. diese frohe Botschaft verkündet bekommen hat, jetzt stellt er die erste Frage. Qala fama khatubukum Ayyuhal Mursalun, was ist eure Angelegenheit? Mit was seid ihr gekommen? Sagt mir, nennt mir den Grund, was ihr hier wollt. So sagten sie zu ihm, wir sind zu einem Volk von Übeltätern gesandt. Und die nächste Eier? Ausgenommen die Sippe Lot, diese werden wir wahrlich allesamt erretten. Und weiter? Außer seiner Frau. Wir haben es so bestimmt, sie gehört dafür, war zu denen, die zurückbleiben. Na, das war jetzt der Auftrag. Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala hat sie gesandt, damit sie verkünden, was in Kürze passieren wird. Und zwar die Vernichtung vom Qaum von Lut alayhi salatu wassalam. Wir hören gleich, welches Volk das gewesen ist, liebe Geschwister. Wir sind entsandt worden zu einem Volk, welches ein verbrecherisches Volk ist. Qalu inna ursilna ila qawmin mujrimin. Qawmin mujrimin hier, dieses Volk hat Allah subhanahu wa ta'ala, und ihr wisst, die Engel reden nicht von sich aus, sondern alles, was sie sagen, ist ihnen vorgegeben worden. Wir sind zu diesem verbrecherischen Volk gesandt worden. So hat Allah subhanahu wa ta'ala dieses Volk genannt, und Allah azza wa jal subhanahu, er weiß, wer die Übeltäter unter den Dienern sind, und er weiß auch, wer die Gottesfürchtigen unter den Dienern sind. Tayyib. Allah hat bestimmt, dass diese Engel geschickt werden, damit sie verkünden, dass dieses Volk vernichtet wird. Warum? Wer war dieses Volk von Lut alayhi salatu wassalam? Und was haben sie an Abscheulichem getan, so dass Allah azza wa jal subhanahu beschlossen hat, dieses Volk komplett zu vernichten, ein Volk zu vernichten, wie nie zuvor ein anderes Volk vernichtet wurde. Das sollte in euren Köpfen bleiben. Kein Volk wurde in der gesamten Menschheitsgeschichte, weder Thamud, noch Ad, noch Volk von Shu'aib, noch Volk von Musa, keiner wurde so bestraft wie das Volk von Lot. Alayhi salatu wassalam. Das waren Leute, die wal'iyadu billah, die Fitra, das heißt die natürliche Veranlagung, beschmutzt haben. Allah subhanahu wa ta'ala hat ein Mann und eine Frau erschaffen. Das heißt, Allah azza wa jal hat uns Menschen erschaffen aus einem Männlein und aus einem Weiblein. Und dieses haben sie, was? Dieses haben sie total gedreht. Allah subhanahu wa ta'ala hat wen Adam alayhi salatu wassalam zur Seite getan? Eine Frau, oder? Oder ein Mann? Eine Frau. Warum? Was sollte daraus entstehen? Nachkommenschaft. Diese Leute haben genau das gegensätzlich gemacht. Und wir lesen in Surat Al-Ankabut, liebe Geschwister, wie die Geschichte auch angefangen hat, wo Lut alayhi salatu wassalam zu ihnen gesprochen hat. Und diese Geschichten sind viele im Koran. Ja? Allah subhanahu wa ta'ala berichtet ständig über die Geschichten von Leuten, die vernichtet wurden. وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ. Ihr habt eine Schändlichkeit begangen, die nie zuvor ein Volk unter euch begangen hat. طيب.
Hier hast du jetzt deine Antwort. Kann jemand als Homo geboren werden, ja oder nein? Lies nochmal die Eier. Ihr habt eine, was? Schändlichkeit begangen, die nie zuvor ein Volk begangen hat unter den gesamten Weltenbewohnern. Nachdem ihr diese Eier gelesen habt, ist das eine Krankheit oder eine Schändlichkeit? Schändlichkeit, das ist keine Krankheit. Warum? Was sagt Allah subhanahu wa ta'ala, die nie zuvor begangen wurde? Sag mal, Abu al-Bara, ich bin nicht überzeugt von den Worten Allahs. Das ist dein Problem, nicht unser Problem. Aber auch in deinem eingeschränkten Verstand werden wir es dir in deiner heutigen Zeit erklären. Nicht, weil wir es brauchen, weil uns reichen, Alhamdulillah, uns Muslime reichen die Worte Allahs Azza wa Jalla. Gucken wir uns mal die Völker hier an, liebe Geschwister, in der heutigen Zeit. Die Völker in Europa zum Beispiel, herrscht dort mehr unter dieser Krankheit, die Homosexualität genannt wird, oder in Gebieten, wo die Gläubigen leben? Wo herrscht mehr Homosexualität? Wo? Sagt es mir. In Europa. Warum? Warum? Jetzt ist die Frage, warum? Jetzt haben wir festgestellt, und das ohne Zweifel können wir bestätigen, dass in den Ländern des Westens mehr an Homosexualität besteht als in Gebieten, wo Gläubige leben. Jetzt die Frage, warum? Und auch diejenigen in den islamischen Ländern, die so einen Weg gehen, was machen sie eigentlich? Sie wollen wen nachmachen? Sie wollen das, was sie an Schmutz gesehen haben, einfach nur nachmachen. Jetzt die Frage, warum existieren in den Ländern der Muslime weniger von dieser, weil die Türen nicht zu allem geöffnet wurden. Mittlerweile mehr. Und deswegen, was hat sich vermehrt? Auch die Anzahl von diesen Leuten. Das heißt, wenn die Türen von diese Fahisha geöffnet werden, die Türen der Schändlichkeit, was passiert? Automatisch wird so eine Gruppe ansteigen. Und das ist keine Krankheit, wie wir gesagt haben. Das ist, dass diese Leute eine Schändlichkeit betreiben wollten. Punkt. Und kein Komma und kein Ausrufezeichen. Dieses wurde so von ihnen begangen. Hier sagt Lut alaihi salatu wassalam, ihr seid mit einer Schändlichkeit gekommen, die nie zuvor von jemanden begangen wurde. أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْتَعُونَ السَّبِيلِ Seid ihr es, die Männer unter Männer miteinander verkehren und ihr schneidet was ab? السَّبِيلِ Was heißt hier السَّبِيلِ? Das heißt, ihr sorgt dafür, dass keine Nachfahren entstehen. Und er sagte zu ihnen, وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمْ الْمُنْكَرِ Was haben sie gemacht? An öffentlichen Sitzungen, das heißt, wo Leute präsent waren, haben sie ihre Schändlichkeit vollzogen vor den Augen aller Menschen. Ibn al-Qayyim rahimullah ta'ala sagte etwas sehr Schönes. Er sagte, die Propheten sind zu den Völkern gekommen und bei jedem Propheten, der ein Volk hatte, gab es eine Krankheit von diesem Volk, welches begangen wurde. Das Volk von Shu'aib, was haben sie gemacht? Was haben sie gemacht, das Volk von Shu'aib? Warum hat Allah sie vernichtet? Das heißt, sie haben was mit der Waage gemacht? Sie haben betrogen. Na, das Volk das Volk von Lut alaihi salatu wassalam, was haben sie gemacht? Die haben diese Homo-Sache betrieben. Und andere Völker, die etwas gemacht haben, Ibn al-Qayyim rahimullah ta'ala sagte, und die letzte Umma vereint alle Krankheiten miteinander. Das heißt, alles, was zuvor immer jeweils in einem Volk von einem Propheten vorhanden war, ist in dieser Umma vollständig vorhanden. Wir haben alle Krankheiten. Schirk dabei? Natürlich. An erster Stelle. Was noch? Homo?
ist dabei. Betrug ist dabei. Alles ist in dieser Zeit vorhanden. Und das sind die Fittern, die wir haben. Möge Allah Azzawajal uns vor allen Fittern bewahren. Das heißt, das war ihr Übel. Wir haben eine Fitra, liebe Geschwister. Allah subhanahu wa ta'ala sagt uns im Koran in Surat Ar-Rum, Fitrat Allah, allati fataraha ala an-nas. Die Fitra, das heißt die natürliche Veranlagung, Allah subhanahu wa ta'ala hat sie jedem gegeben. Die Gelehrten haben unterschiedliche Ansichten, was die Fitra bedeutet. Manche haben gesagt, das ist die Religion, manche haben, aber Fitra ist im Gesamten. Das heißt, Allah azzawajal hat uns eine Fitra gegeben, eine natürliche Veranlagung. Diese natürliche Veranlagung ist, dass ein Mann eine Frau begehrt. Und dass ein Mann eine Beziehung nur mit einer Frau hat. Und umgekehrt. Das ist keine Beziehung zwischen einem Mann und einem Mann. Und komischerweise, subhanallah, diese Leute, die auf dem Homo-Weg sind, die lieben das Leben. Ihr seht, mit was sind sie beschäftigt? Nur mit ihrem Genuss und der Dunya. Dann fragen wir sie, wenn alle das so gemacht hätten, wie ihr das gemacht habt, wärt ihr auf der Welt? Wärt ihr in der Lage, dann zu leben? Wären sie nicht. Aber sie selber machen das. Und ihr seht, diese Schändlichkeiten wurden nicht nur gemacht. Heutzutage hat man die Türen geöffnet, dass gleichgeschlechtliche Paare heiraten dürfen. Wal-iyadu billah. Das ist im Judentum verboten, das ist im Christentum verboten und das ist auch im Islam verboten. Und wer verbietet nicht eine Schändlichkeit, die gegen jede Natur der Menschheit ist? Wer? Und daher, liebe Geschwister, wundert euch nicht, dass diese Leute das Schändliche zulassen wollen. Heutzutage hast du Kinder und ich habe das gehört von jemandem, der mir das übermittelt hat, dass ein kleines Kind, vielleicht zwischen 8 und 10 Jahren, gesagt hat, ich weiß nicht, welches Geschlecht ich habe. Ein Junge. Das heißt, ich weiß nicht, zu welchem Geschlecht ich gehöre. Erzählt mir bitte, woher hat das Kind so etwas? Wird ein Kind so etwas von sich selber ausbringen? Niemals. Aber man hat ihm was geöffnet? Die Türen der Schändlichkeit. Und deswegen zweifeln jetzt Kinder, welches Geschlecht sie haben. Wie viel haben wir denn? Warum? Allah subhanahu wa ta'ala sagt hier, dass die Engel sagten, wir sind entsandt worden zu diesem verbrecherischen Volk. Außer Al-Lut. Al im Arabischen kann zwei Bedeutungen haben. Einmal Familie und einmal, Familie bedeutet Frau und Familie insgesamt, und einmal die Anhänger. Das heißt, Ya-Lut, wir werden alle vernichten, außer deine Familie, und bedeutet hier deine Anhänger. Und von deiner Familie, sagt Allah subhanahu wa ta'ala, außer was seine Frau, wir haben beschlossen, dass sie zu denjenigen gehört, die dasselbe Urteil hat wie das Volk. A'udhu billah. Warum? Die Frau von Lot war eine Kafira, eine Fajira, eine Fasiqa, und sie ist für ewig im Höllenfeuer, obwohl sie die Frau von einem Propheten ist. Abu'l-Bara, schwere Wörter, Alhamdulillah, wir dürfen nicht reden, außer mit einem Beweis. Allah subhanahu wa ta'ala sagt in Surat At-Tahrim oder At-Talaq? At-Tahrim. Allah azza wa jalla sagt in Surat At-Tahrim, ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط. Allah hat für die Kuffar ein Beispiel geprägt. Subhanallah. Ein Beispiel geprägt. Mit der Frau von Nuh und der Frau von Lot. Kanata tahta abidain min ibadina salihain fa khanatahuma. Sie waren verheiratet mit wem? Mit zwei unserer bevorzugten, rechtschaffenen Diener. Das bedeutet mit wem? Mit Nuh und mit Lot alayhi salam. Sie waren mit ihnen verheiratet, da haben sie sie verraten. Das Wort verraten im Arabischen hier
kann zwei Bedeutungen haben. Es gibt einmal den Verrat, dass eine Frau ihrem Ehemann im Ehebett verrät, bedeutet, sie, diese Frau, schläft mit einem anderen Mann, obwohl sie verheiratet ist. Das ist ein Verrat. Aber das gibt es nicht bei den Propheten. Ibn Abbas radiallahu anh sagte, kein Prophet wird von seiner Frau im Ehebett verraten. Das gibt es nicht. Allah azza wa jall hat das ausgeschlossen. Also ist dieser Verrat jetzt, den wir meinen, noch schlimmer. In welcher Hinsicht hat sie ihn verraten? In der Religion, in der Aqida. Das Gewaltigste, was ein Mensch besitzt. Sie hat ihn darin verraten. Wie hat sie ihn verraten? Lut alayhi salatu wasalam hat Gäste empfangen. Und wann auch immer er Gäste empfangen hat, ist sie sofort losgeeilt zu ihrem Volk und hat gesagt, bei Lut sind wunderschöne Männer, vielleicht schafft ihr es, diese zu verführen. Das heißt, sie hat das Volk, das verbrecherische Volk von Lut alayhi salatu wasalam, eingeladen zur Sinna mit den Männern. Das hat sie gemacht. Und deswegen hat sie Lut alayhi salatu wasalam verraten, ihren eigenen Ehemann. Und hier sollten wir Sachen lernen. Hier haben wir viele Nutzen aus dieser Geschichte, liebe Geschwister. Einmal den Nutzen, ein Mann könnte ein religiöser Mann sein, aber seine Frau ist wo? Im Höllenfeuer. Auch umgekehrt. Das heißt nicht, wenn ein Mann rechtschaffen ist, dass auch automatisch die Frau rechtschaffen ist und umgekehrt. Nummer eins. Nummer zwei, Allah subhanahu wa ta'ala kann dich mit einer Frau prüfen, die wal'iyadu billah zu den schlimmsten aller Geschöpfen gehört. Beispiel sogar ein Prophet. Nicht einer von uns, sondern ein Prophet, der die eine der übelsten Kreaturen bekommen hat. Und das ist eine Prüfung. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, Ya ayyuhal ladhina amanu, inna min azwajikum wa auladikum aduwan lakum fahdharuhum. O ihr, die ihr glaubt, unter euren Frauen und unter euren Kindern gibt es Leute, die feindlich euch gegenüberstehen, so seht euch vor ihnen vor. Passt auf vor ihnen. Das heißt, hier feindlich euch gegenüber, sie gehorchen euch nicht. Das hatte eine Geschichte natürlich, warum diese Ayah offenbart worden ist. Die Gelehrten haben das genannt in den Tafsirbüchern. Aber im Allgemeinen, wenn wir den Hukum nehmen, jetzt das Urteil von dieser Ayah, es gibt Frauen, Allah Azza wa Jal hat sie gewarnt, die Männer, dass sie ihnen gehorchen, diese Frauen, in dem, was sie ihnen an Falschem, an Üblem, an Sünde befehlen. Das heißt, was die Frauen den rechtschaffenen Männern an Sünde befehlen und dass die Männer ihnen hier dabei folgen sollen. Allah Azza wa Jal hat ihnen das befohlen, dass sie aufpassen sollen bezüglich solcher Frauen. Diese Frau hat ihren Ehemann betrogen. Sie hat andere Leute eingeladen, dass sie die Schändlichkeit mit den Gästen von Lut alayhi salatu wasalam vornehmen sollten. Allah subhanahu wa ta'ala hat sie für das Höllenfeuer geschrieben. Sie und die Frau von Nuh. Kanata tahta abidaini min ibadina salihain fa khanatahuma fa lam yughniya anhuma min Allahi shay'a wa qila dkhulan nara ma'a ad-dakhilin. Allah azza wa jalla hat gesagt, sie werden für ewig in das Höllenfeuer kommen. Bestimmung Allah subhanahu wa ta'ala. Allah kann uns prüfen, indem wir mit einer Frau zusammen sind, die bei Allah dich nur in das Höllenfeuer hereinziehen kann. Deswegen sollst du aufpassen und wissen, wie du mit so einer Frau umgehst. Drittens, was wir lernen aus den Vorzügen von diesen Ayat, liebe Geschwister, dass Allah subhanahu wa ta'ala, dass Allah azza wa jall nicht für einen Gläubigen unbedingt das Schlechte möchte, wenn er ihn mit einer gewaltigen Sache prüft. Weil manche Männer denken, wenn ich so eine schlechte, schlimme Frau habe, dann liegt das wahrscheinlich an mir selbst und das ist falsch. Auch man bekommt Anrufe von Schwestern, die sagen, ich versuche alles und gib alles und mein Mann ist total gegensätzlich und versucht die Familie zum Üblen, zur Sünde zu ziehen. Wir sagen ihr, das ist eine Prüfung. Das ist eine Prüfung. Diese Frau hat ihren Mann verraten. Allah subhanahu wa ta'ala hat sie dafür für das Paradies, hat sie dafür für das Höllenfeuer geschrieben. Wir haben Leute in unserer heutigen Zeit, er denkt,
weil sein Opa beim Hajj war, ist er auch automatisch im Paradies. Oder wenn sein Vater betet, dann sagt er dir, und du weißt, wenn du mit ihnen redest, warum betest du nicht? Sagt er, ja, mein Vater betet auch und mein Opa und dies und das. Und Alhamdulillah, das wird mir helfen. Du hörst von manchen Leuten, wir gehören zu der Familie vom Propheten sallallahu alaihi wasallam. Ja, auch Abu Jahl hat zur Familie gehört. Und Abu Lahab und Abu Talib, sind sie im Paradies? Sie gehörten zur Familie. Die Sache ist nicht, dass du eine Beziehung zu jemand anderen hast und das rettet dich vor dem Höllenfeuer. Die Sache ist, dass du was selber rechtschaffen bist. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, die Geschichte hatte natürlich eine Vorgeschichte. Er sagte zu Fatima radiyallahu anha wa ardaha, zu seiner Tochter. Er sagte zu ihr, Wallahi, wünsche dir in der Dunya von mir, was du willst, und ich versuche es dir zu geben. Aber Yawmul Qiyama kann ich dir nichts nützen. Zu wem? Zu Fatima. Ich meine, wenn er was tun kann, dann für seine Familie. Aber selbst da ist es nicht möglich, dass wenn die jeweilige Person auf einem falschen Weg war, dass du sie in das Paradies hereinbringen kannst. Nicht mal der Gesandte Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Das ist ein festes Gesetz. Daher, jeder kümmert sich um sich selbst. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى. Keine Seele kann etwas anderes für eine Seele leisten. Oder keine Seele trägt die Lasten von einer anderen Seele. Wenn dein Vater gut ist, trägst du nicht die Sünden von deinem Vater. Allah Azza wa Jal hat jede einzelne Seele abrechenbar gemacht. Eine Frage jetzt. Wir haben gesagt, was hat das Volk von Lut alayhi salatu wasalam gemacht? Was war ihre Schändlichkeit? Dass sie gleichgeschlechtliche Beziehungen gepflegt haben. Für eine Sache, die wir Krankheit nennen. Bitte hört auf diese Frage. Wird Allah Azza wa Jal jemanden für eine Krankheit, die Allah Azza wa Jal für eine Person bestimmt hat, wird Allah diese Person dafür zur Rechenschaft ziehen? Ja oder nein? Mal angenommen, du kriegst einen Gehirntumor. Wird Allah Azza wa Jal dich dafür zur Rechenschaft ziehen? Wie kann das eine Krankheit sein? Hat Allah dieses Volk zur Rechenschaft gezogen? Nicht nur zur Rechenschaft gezogen, wir haben gesagt, sie haben die schlimmste Strafe bekommen, die ein Volk überhaupt bekommen kann. Aber hier seht ihr, Allah subhanahu wa ta'ala ist gnädig. Er vernichtet nicht alle. Warum nicht? Weil Leute, die etwas zu verantworten haben, sie werden für das zur Rechenschaft gezogen. Die anderen werden davor befreit. Das bedeutet, sie werden nicht diese Strafe bekommen. Und wir werden noch hören, was diese Leute gemacht haben. Das Volk von Lut, alayhi salatu wassalam. Es gibt Leute, leider unter den Arabern, wenn sie jemanden sehen, der homo ist, dann sagen sie zu ihm Luti. Das ist ein großer Fehler. Aufpassen. Warum? Was macht er hier in dem Falle, wenn er sagt Luti? Na? Sehr gut. Er bringt das in Verbindung mit dem Propheten Lut, alayhi salatu wassalam, und er ist frei von diesem verbrecherischen Volk. Naam. Man kann Begriffe sagen wie Shudud. Shudud im Arabischen heißt diese gleichgeschlechtliche Beziehung. Naam. Das kann man alles sagen. Aber nicht, dass du das auf Lut alayhi salatu wasalam zurückführst oder das mit ihnen in Verbindung bringst. Dieses wäre eine Schande für den Propheten Lut alayhi salatu wasalam. Die Ayat gehen weiter, aber wir haben erstmal nur 4 Ayat gemacht, liebe Geschwister, damit wir auch bi'idhnillah ta'ala nicht zu viel machen, weil manche Leute lernen auch diese Ayat auswendig, damit das auch eine angenehme Portion für sie bleibt. Aber im Allgemeinen, was wir gesagt haben heute, ist, dass diese Engel nicht nur mit einer frohen Botschaft geschickt werden, hier haben sie auch verkündet, dass die Strafe erfolgen wird, und sie haben es angekündigt, damit auch diese Leute Bescheid wissen. Allah Azza wa Jal, er schickt die Propheten mit Barmherzigkeit, aber wenn das Volk nicht hört, wenn das Volk nicht einsichtig wird, wenn das Volk nicht bereut, dann ist die Strafe fällig für sie. Und das sollte jeder von uns wissen.
Und wir haben die Wahrheit gehört, deswegen ist es für uns verboten, dass wir etwas folgen, was Allah Azza wa Jal subhanahu wa ta'ala verachtet hat. Wallahu ta'ala ala wa alam, subhanakallahu wa bihamdik, ashadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilik. Taib, alaikum salam wa barakatuh. Taib, morgen inshallah ta'ala reden wir darüber, wie Lut alayhi salatu wassalam die Flucht vorbereitet und wie dann diese Vernichtung von dem Volk gewesen ist. Morgen bi'idhnillah ta'ala werden wir dieses besprechen. Wenn man Fragen hat, kann man diese jetzt stellen, inshallah ta'ala. Alaikum salam wa barakatuh. Bitte schön. Fikum barakla. Na. Wie er damit umgehen sollte. Wie geht man mit einer Frau um, die einem in der Aqida, das heißt in der Religion, verrät? So eine Frau scheidet man und weint ihr keine Träne hinterher. Kurz, Schluss, aus, fertig. Okay? Warum? A'udhu billah. Stellt euch mal vor, eine Frau betrügt ihrem Ehemann im Bett. Ist das schlimm, ja oder nein? Wisst ihr, dass in der Akida, in der Religion, dieses noch schlimmer ist? Obwohl das eine, welcher Mann behält seine Frau, die ihn im Ehebett betrügt? Welcher Mann? Oder von welcher Mann? Keiner. Jetzt die Frage, wenn er sie in dieser Beziehung nicht behält, dann da, wo sie seine Religion verrät, a'udhu billah, das ist das Schlimmste, was es gibt. Ich habe Männer leider gesehen, die haben leider diesen Verrat der Ehefrau jahrelang mitgemacht und sind auch bei der Frau geblieben. Und deswegen, solche Männer sind ohne Zweifel ein Dayuth. Dayuth bedeutet, und die Gelehrten haben verboten, mit Frauen zusammen zu bleiben, die sie verraten. Das ist verboten, mit so einer Frau zusammen zu bleiben. Das ist Ijma der Gelehrten. Das heißt, eine Frau hat eine Beziehung mit einem anderen Mann und lebt mit dir und sie will diese Beziehung weiter fortführen. Diese Frau muss geschieden werden. Man darf nicht eine Millisekunde mit ihr bleiben. Aber manche Männer mögen sowas, dass die Frau sie betrügt. Aber wenn man keine Eifersucht mehr hat für die Religion, dann kann man alles erwarten. Möge Allah Azza wa Jalla unsere Herzen reinigen. Na, bitteschön. Wie ist das zum Beispiel, also dein Bruder hat mich darum gebeten zu fragen, dass wenn er der Wali zum Beispiel für seine Schwester ist und seine Schwester möchte jemanden heiraten und sie sagt von sich, sie ist Muslima und sie möchte jemanden heiraten, der nichts mit dem Islam zu tun hat, nicht betet und so weiter, und er sagt ihr, nein, mach das nicht, ich erlaube dir diese Ehe nicht, und sie trotzdem darauf beharrt und halt in diesem Land die Freizügigkeit hat zu heiraten, wen sie will, und einfach mit ihm abhaut. Ist man verpflichtet, die Beziehung mit ihr noch zu pflegen? Eine Frau, für die man Wali ist, akzeptiert nicht, dass man ihr sagt, dass sie nicht mit jemandem heiraten soll, der nichts mit der Religion zu tun hat. Wie ist das? Diese Frau entscheidet aber trotzdem und sagt, ich möchte mit ihm leben, und muss man dann die Verbindung zu der Frau halten. Die Sache ist so, du musst immer den Schaden und Nutzen abwiegen. Okay? Der Schaden und Nutzen muss abgewogen werden. Mal angenommen, eine Frau sagt, ich mache das jetzt, ich heirate trotzdem so eine Person, der nichts mit der Religion zu tun hat. Die Frage erstmal, wie viel hat sie mit der Religion zu tun? Ich denke mal, genauso wenig wie der. Ja, dann sollen wir weiterreden. Das heißt, wir reden über wen? Wir reden über zwei Leute mit demselben Schuh. Okay? Tay, jetzt hat der Wali ihr gesagt, ich rate dir nicht, so einen Mann zu heiraten, weil dieser ist nicht religiös, dieser betet nicht, dieser fastet nicht, dieser macht nichts Gutes und verbietet nicht das Gute, genau wie du. Wo soll so eine Diskussion hinführen? Genau wie du, Frau,
die du ihn heiraten willst. Herrlich. Kann man sowas machen? Das ist unlogisch. Das ist unlogisch, dass man so etwas macht. Wie ist das? Wie verheiratet man so eine Frau, die gar nicht praktiziert? Okay, dann guckt man, dass der Mann, der auch vielleicht nicht viel praktiziert, dass er aber zumindest Werte hat. Okay? Was heißt Werte? Dass er nicht einer ist, der sich mit einer anderen Religion bezeichnet, Nummer eins. Dass er jemand ist, auch wenn er schwach ist in manchen Beziehungen, dass er zur Religion steht. Dass er zumindest zur Religion steht und einen Stolz für seinen Islam hat. Dass zumindest, dass sie so einen Mann heiratet. Ein Praktizierender wird sie sowieso auch nicht heiraten. Weil sie zu wenig praktiziert oder fast gar nicht praktiziert. Deswegen, was macht man in diesem Falle? Man muss Leute aussuchen, die so ungefähr ähnlich sind, nur trotzdem mit Kriterien, die ich gerade genannt habe. Damit sie nicht jetzt abweicht und total einen nimmt, der gar nichts mehr, der zum Beispiel nicht mal sagt, ich bin Muslim. Alaikum salam wa barakatuh. Das wäre grauenhaft. Na, deswegen ist die Sache so, soll man weiter die Beziehung zu ihr aufrechterhalten? Natürlich. Na klar. Wie gesagt, wenn ich dich richtig verstanden habe, sie selber praktiziert nicht viel. Ja, das ist die Sache. Wie kann man dann, ich bitte euch, liebe Geschwister, hättet ihr vor eurer Praktizierung dieselben Kriterien angewendet bei einer Frau wie heute? Antwort, seien wir ehrlich, nein. Hättet ihr damals euch darum gekümmert, dass diese Frau bedeckt ist? Pff, je hübscher, umso besser. Je offener, umso reizvoller. Aber mit der Rechtleitung Allahs Azza wa Jal, je bedeckter, umso begehrter für dich. Das ist die Sache. Deswegen, du kannst nicht von Leuten erwarten, dass sie sich jemanden aussuchen, der Abu Mu'min ist oder Abu Multazim und selber praktiziert sie nicht oder umgekehrt. Deswegen, ja, Achil Karim, ist das so, dass wenn man jemanden findet für sie, man soll jemanden finden, der noch zu seiner Religion steht, wenn es geht, dass er noch etwas betet und etwas fastet und dann mit der Zeit versucht man mit beiden Dawah zu machen. Weil es ist auch, subhanallah, wenn Leute heiraten, werden sie meistens vernünftiger, meistens. Ja, dann werden sie meistens vernünftiger, man kann besser mit ihnen Dawah machen. Weil jetzt haben sie eine Beziehung miteinander, sie leben in der Wohnung. Es ist jetzt nichts mehr da, was sie immer noch reizt, oh, eine Freundin oder so. Die leben jetzt miteinander. Die sind dann, bi'idhnillah ta'ala, auch etwas sensibler für die Dawah. Wallahu ta'ala ala wa alam, aber er sollte nicht die Beziehung zu ihr brechen. Na. Also begeht man keine Sünde? Oder? Nein, man begeht keine Sünde. Wie gesagt, Achi, du kannst doch nicht erwarten, dass ein Mann diese Frau heiratet und dieser Mann ist Multazim und er wird so eine Frau heiraten. Du wirst keinen Mann finden. Keiner wird sie heiraten. Das wird man nicht finden. Wallahu ta'ala ala wa alam. Tfadda. Fika barakallah. Die Frage ist, wie ist das mit einem Kopftuchverbot? Man sollte jetzt, oder manche Schwestern denken darüber nach, eine Kundgebung zu machen. Und ist das ein Weg, der geeignet ist oder nicht? Ach, das muss man Gelehrte fragen. Das ist eine Sache, wo sie alles abwiegen miteinander und wo sie dann auch zum Schluss beschließen, das ist eine Sache, die ist für sie dienlich oder nicht dienlich, die ist nützlich, nicht nützlich. Das muss ein Gelehrter bestimmen. Wallahu ta'ala ala wa alam. Tfadda. Bruder fragt, meine Frau gibt ohne meine Erlaubnis viel Geld aus. Sie macht dies heimlich. Wie soll man damit umgehen? Wie geht ein Mann mit einer Frau um, die Para-Para klaut von ihrem Mann und das ausgibt, wie sie will? Erstmal ist das hier für sie nicht erlaubt, dass sie so etwas tut. Nummer eins. Nummer zwei, das ist schon eine Art von Verrat. Das ist eine Art von Verrat. Wenn der Mann, jetzt zum Beispiel, ein Mann lebt mit einer Frau zusammen, wie ist jetzt die Sache? Wie ist das geltlich aufgeteilt? Der Mann ist verpflichtet, für die Familie auszugeben. Verpflichtet, für die Familie aufzugeben, bedeutet, er verschafft ihr eine Unterkunft, er verschafft ihr Kleidung, den Kindern natürlich ebenfalls, und Essen und Trinken.
Muss ein Mann seiner Frau Taschengeld geben? Nein, muss er nicht. Aber was muss er tun? Er muss für sie aufkommen. In diesen Hinsichten, die ich genannt habe. So, jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Der Mann macht das und trotzdem nimmt die Frau von ihm Geld und gibt das aus. Hierfür wird sie zur Rechenschaft gezogen. Und wie kommt sie an sein Geld dran? Ich meine, während er schläft, nimmt sie es aus dem Portemonnaie oder sonstiges. Dann soll er diese Mittel abschaffen, dass sie da rankommt. Nummer eins. Nummer zwei, er gibt nicht für sie aus. Passt auf, er gibt nicht für sie aus und sie braucht notwendige Sachen, aber er aus Geiz gibt ihr das nicht. Hier kann sie von ihm nehmen, auch ohne sein Wissen, so viel wie sie braucht. Es gibt nur diese zwei Möglichkeiten. Und der Beweis dafür ist der Hadith von Hind, radiallahu anha wa ardaha, die mit Abu Sufyan verheiratet war und sie sagte, ja Rasulallah, mein Mann Abu Sufyan ist geizig. Sagte, mein Mann Abu Sufyan ist geizig. Er kommt nicht für mich in dem Sinne auf, wie ich es brauche, für mich und meine Familie. So hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt, nimm von ihm auch ohne sein Wissen, wie viel du brauchst, benötigst, um dir deine Bedürfnisse und die Bedürfnisse der Familie zu decken. Wenn das der Fall ist, dass der Mann diese Sachen nicht für die Frau besorgt, kann sie von ihm Geld nehmen, auch ohne sein Wissen. Das heißt, wir reden über lebensnotwendige Sachen, okay? Nicht ein Kleid für 500 Euro, damit sie vor den Männern tanzt, sondern wir reden über lebensnotwendige Sachen. Aber wenn er ihr bereits gibt, dann ist sie hier im Sinne des Islam schuldig und das ist eine große Sünde, was sie macht und sie wird zur Rechenschaft gezogen und es wird vielleicht ein paar Tage dauern, bis der Mann sie scheidet. Und damit wird sie nicht die Liebe von dem Mann erreichen, sondern damit wird sie die Liebe zu ihm entfernen. Erstmal, wenn er arbeiten geht, das ist das Geld, was er erwirtschaftet. Naam, Allah subhanahu wa ta'ala sagt, Ar-Rijalu qawwamuna ala Nisa, die Männer stehen für die Frauen in Eigenverantwortung vor. Das heißt, sie sind verantwortlich für sie. Naam, warum? Weil sie für sie Geld ausgeben. Weil sie für sie Geld ausgeben. Warum sagt Allah azza wa jalla, weil die Männer für die Frauen Geld ausgeben? Was heißt das, wenn die Männer für die Frauen Geld ausgeben? Das heißt, wer hat das Geld in der Hand? Ha? Bitte? Die Männer. Aber sie sollen auch gerecht damit umgehen. Das heißt, der Familie das geben, was sie benötigt. Und nochmal, so eine Frau, die heimlich von ihrem Mann Geld nimmt, die kann die Tage zählen, bis sie irgendwann geschieden wird. Oder bis es so kracht, dass es auch dann indirekt zu einer Scheidung kommt. Wallahu ta'ala ala wa a'la. Ich denke, er wird es ihr schon gesagt haben, mehrmals. Und wenn sie nicht hört, dann ist die nächste Stufe, dass er sich scheiden, trennen kann. Na, barakallahu, bitteschön. Wie kann man die Eltern erklären, dass Bilder aufhängen verboten ist? Das was? Bilder aufhängen. Wie kann man den Eltern erklären, dass Bilder aufhängen verboten ist? Indem man ihnen sagt, wenn man ein Bild an der Wand hängt, von Menschen oder von Tieren, dann kommt was nicht herein? Keine Engel. Und wenn keine Engel hereinkommen, kommt wer vermehrt herein? Shaitan. Will man Shaitan in der Wohnung haben oder die Engel? Wer wird sagen, ja, ich mag da lieber so Shaitan, der soll da lieber so reinkommen? Wer wird sowas sagen? Wer Vernunft hat? Allah muss sagen, wenn einer nicht davon überzeugt ist, dann was kann man ihm noch erklären? Allahu ta'ala ala wa ala. Tfadal. Der Bruder sagt, ich habe gehört, wenn jemand Wudu hat und jede... wenn man kein Wudu hat, dass jeder Schritt, den man macht, eine Sünde ist? Ich meine im Unreinzustand, aber zum Beispiel geschätzt hat, ja. Ach so, im Junub-Zustand? Nein, das ist falsch, was du gehört hast. Der Bruder sagt, wenn man im Junub-Zustand ist nach der Zustand nach Geschlechtsverkehr oder einem feuchten Traum, dass jeder Schritt, den man macht, bevor man Russel macht, verboten ist, das heißt eine Sünde ist. Nein, überhaupt nicht. Und der Beweis dafür ist der Hadith, der bei Imam Muslim überliefert wurde, von Abu Huraira radiallahu anhu arda, als er im Junub-Zustand war und er sah den Propheten, was hat er gemacht? Er hat sich versteckt, weil er dachte, in so einem Zustand kann er nicht den Gesandten sallallahu alaihi wasallam begegnen.
Dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam: Innal mu'min, wahrlich der Gläubige, wird niemals unrein. Hätte es das gegeben, was du gesagt hast, dann hätte er ihnen gesagt: Schau mal, Abu Huraira, du befindest dich in Sünde, geh schnell Ghusl machen. Ja? Aber es gibt Leute, subhanallah, die denken, wenn sie im Junub-Zustand sind, ja, oder Frauen im Menstruationszustand, die dürfen nichts machen. Die müssen dann einfach nur liegen bleiben und in ein düsteres Bild blicken. Nein. Manche Frauen kochen auch dann nicht, ja, wenn sie menstruierend sind oder im Junub-Zustand. Was hat dein Junub-Zustand mit dem Kochen zu tun? Aber meistens, die wollte auch gar nicht kochen. Ja. Deswegen, Allah al-Musta'an. Ich meine, was hat das eine mit dem anderen zu tun? Wenn eine Frau menstruierend ist, ist sie menstruiert. Okay. Sie darf nur nicht beten, fasten und Geschlechtsverkehr haben. Alles andere kann sie machen. Kann sie Allah erwähnen? Sie kann Allah erwähnen. Kann sie Koran lesen? Sie kann Koran lesen. Besser aber nicht direkt vom Koran, sondern vom Tablet oder von anderen Sachen. Kann sie machen. Sie ist doch nicht tot. Wo ist das Problem? Auch wenn jemand im Junub-Zustand ist. Die meisten Gelehrten sagen, er darf da keine Aya lesen. Das ist die Ansicht von den meisten Gelehrten. Ja? Er darf keine einzige Aya vom Koran lesen. Und ein Teil der Gelehrten sagt, nein, selbst das kann er machen. Das hat mit einem Hadith zu tun und seine Klassifizierung. Das ist alles. Mehr ist das nicht. Wallahu ta'ala ala wa a'lam. Bitte schön. Ja, komm. Wenn man beim Zahnarzt eine Betäubungsspritze bekommen hat, kann man dann danach immer noch... Sind Betäubungsspritzen Spritzen, die das Fasten ungültig machen? Nein. Betäubungsspritzen sind keine Spritzen, die das Fasten ungültig machen. Es sind lediglich die Nahrungsspritzen, die das Fasten ungültig machen. Das heißt, eine Spritze, in der Nahrung drinsteckt, und diese kriegt man, wie heißt das? Diese kriegt man, bitte? Verabreicht. Dann, hier in diesem Falle, so wird das Fasten gebrochen. Alle anderen Spritzen nicht. Das heißt, Insulinspritzen nicht, Betäubungsspritzen nicht. Diese ganzen Spritzen, die keine Nahrung beinhalten, dafür ist das Fasten nicht gebrochen. Wallahu ta'ala ala wa a'lam. Na. Ich möchte wissen, ob man für Krisenzeiten vorbunkern darf, also sparen sozusagen, oder ist das ein Zeichen, also, oder ist das der Dunya gegenüber eine Liebe, die zu groß ist, die man dadurch zeigt? Sparen jetzt im Sinne von Geld oder von Lebensmitteln? Okay, wie ist das, wenn man in Krisenzeiten lebt? Darf man auch Geld horten? Man darf Geld horten, das ist nicht das Problem, solange man seine Pflichten macht. Was heißt seine Pflichten macht? Seine Zakat bezahlt, nicht, dass man sagt, das brauche ich jetzt auch zum Horten, ja? Und für seine Familie aufkommt. Dann ist das kein Problem. Kann man das Geld horten, bi'idhnillah ta'ala. Die Sache ist so, Ein Muslim vertraut auf Allah Azza wa Jal, ohne Zweifel. Das heißt aber nicht, dass er nicht vorsorgen darf. Natürlich darf er vorsorgen. Aber die Sache ist hier bei manchen Leuten, manche haben extreme Angst. Ja? Die glauben auch jeden Quatsch und jedem Schwachsinn, was sie sind. Einmal kam einer zu mir, meinte zu mir, ja, Russland will jetzt Deutschland angreifen. Und alle Leute, ja, unsere Leute sowieso, die ersten, die waren schon überall in den Läden, haben schon alles leer gekauft, ja. Für die nächsten 10 Tage. Und das ist so eine Sache, was immer in der deutschen Presse kommt, alle 9 oder 10 Jahre. Das heißt, man muss zur Vorsicht rufen. Vorsicht rufen, ja gut. Ich meine, wenn du hörst, wie viele verbale Kriege schon begangen wurden, dann, subhanallah, hättest du deine Wohnung voll, ja, mit Geld. So viele verbale Kriege wurden schon gemacht, die letztendlich nicht umgesetzt wurden. Na, Wallahu ta'ala ala wa'alam. Tfadda. Der Bruder sagt, es gibt ein Hadith, wo der Prophet sallam gesagt haben soll, ein Berg, der sich von einem Ort zu einem anderen Ort bewegt, so ist es auch mit dem Charakter, dass eine Person sich überhaupt ändert. Wo soll der drin stehen? Nee, glaubt ihr doch nicht, dass einer so seinen Charakter ändert. Ach so, glaubt ihr nicht, dass einer so seinen Charakter ändert. Wo soll der stehen? Hat er nicht geschrieben? Allahu a'lam. Ich kenne diesen Wortlaut nicht. Allahu ta'ala ala wa a'lam. Bitteschön. Was ist, wenn man zum Beispiel jetzt, also
dass ich Verwandtschaftsbeziehung pflege. Was ist jetzt, wenn zum Beispiel die Familie hat mehr Liebe, also anstatt Krähe? Darf man Verwandtschaftsbande brechen, wenn eine Familie viel Übel hat? Nein, nicht unbedingt. Nicht unbedingt. Und hier wird auch auf das Übel geguckt. Zum Beispiel, ich gebe dir ein Beispiel. Ich rede jetzt sogar über die eigene Mutter. Wenn die eigene Mutter Zauber betreibt, Zauberei, auch gegen die Familie, dies, das, hier in diesem Falle kann man die Verwandtschaftsbande brechen. Und das ist legitim. Okay, das ist ein großes, übles Verbrechen, so etwas zu tun. So, aber jetzt, man hat Verwandte, zum Beispiel einen Onkel, okay, die gucken zum Beispiel diese Musalsalat, diese komischen Serien, arabischen Serien, und hören Musik und beten nicht und dies und das. Nein, das heißt nicht unbedingt, dass man sieht. Aber muss man immer im direkten Kontakt zu ihnen stehen? Auch nicht. Wenn man weiß, man geht mit der Familie hin und dort wird Essen angeboten, was nicht halal ist, Nummer 1. Nummer 2 läuft da die ganze Zeit Musik. Nummer 3 wird da die ganze Zeit gelästert. Nummer 4, man macht nur Übles, die rauchen Shisha und so weiter und so fort. Hier kann man entweder das so machen, dass man manchmal überraschend hingeht. Was heißt überraschend hingeht? Dass man sagt, Salam alaikum, ich wollte nur kurz bei dir vorbeikommen, dir Salam alaikum sagen, weil so schnell können sie das Haram nicht aufbauen. Ja? Dann kann man das schnell machen. Salam alaikum, geht's dir gut, dies, das. Telefon. Alhamdulillah, wir haben es heute leichter. Telefon, dass man ein Telefon oder WhatsApp-Nachricht, ja, das ist alles da, bi'idhnillah ta'ala. Das heißt, man macht das immer abhängig von dem Übel, was begangen wird. Von dem Übel, was begangen wird, wallahu ta'ala ala wa a'lam. Aber allgemein ist es verboten, die Verwandtschaftsbande zu brechen. Na? Was wird am nächsten Tag alles passieren? Eine Menge. Was wird am jüngsten Tag alles passieren, fragt der Bruder. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, wer sich einen Eindruck machen will über die Ereignisse von Yawm al-Qiyamah, soll 3 Suwar lesen. Welche Suwar? Infitar, Takwir, nein, und? Nein, Inshiqaq. Der soll diese 3 Suwar lesen. Okay? Das ist einmal die Sura 81, dann 84 und 82, ne? Glaube ich, ja. Inshallah. Dann liest die durch, dann weißt du, was Yawm al-Qiyamah passiert. Na, bitteschön. Was ist genau damit gemeint, in Surah al-Qiyamah, bewege deine Zunge nicht mit dem Koran, um dich zu übereilen? Der Bruder fragt nach der Ayah in Surah al-Qiyamah, لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه. Das war, Achil Karim, als Jibril alayhi salatu wassalam mit der Offenbarung zum Propheten Muhammad sallallahu alayhi wassalam gekommen ist. Die Geschichte ist länger. Die Sache hat damit zu tun, der Prophet sallallahu alayhi wassalam, wenn Jibril bei ihm war, hat, als Jibril die Ayat gelesen hat, hat der Prophet sallallahu alayhi wassalam schnell nachgesprochen. Warum? Weil er hatte Angst, dass er das wieder vergisst. Deswegen hat Allah azza wa jalla zu ihm gesagt, bewege deine Zunge nicht so schnell. Inna alayna jam'ahu wa qur'an. Uns obliegt es, ihn zu sammeln. Das heißt, du brauchst dir keine Sorgen zu machen. Na, ja, die Zusammenfassung jetzt. Ja. Die Sache ist jetzt etwas länger. Bitte schön. Assalamu alaikum. Tafadda. Wenn man nicht mehr den genauen Zeitpunkt weiß, ab wann man Zakat abgabepflichtig ist, und man das versucht abzuschätzen, wenn man jetzt zum Beispiel zakatpflichtig ist und man hat den Zeitpunkt vergessen, wann der Stichtag ist. Natürlich, jeder muss einen Stichtag haben, liebe Geschwister. Wenn du den Nisab erreicht hast, was ist der Nisab? Der Grundwert. Der muss erstmal erreicht sein. Nicht jeder muss Zakat bezahlen. Jetzt einer hat zum Beispiel 7,50 Euro in seinem Portemonnaie. Muss er Zakat bezahlen, Idris? Das ist jetzt die Frage. Ha? Überlegst jetzt, ob du die Zakat nicht bezahlt hast. Ha? Hast du 7,50 Euro? Natürlich nicht, sondern ab einem bestimmten Grundwert. Dieser liegt bei umgerechnet 85 Gramm Gold. Als Gegenwert bedeutet ungefähr 2.500 Euro.
Wenn er diesen Betrag erreicht hat, ab diesem Zeitpunkt ist was? Sein Stichtag. Islamischer Kalender. Islamischer Kalender. Alaikum salam. Islamischer Kalender. So, sagen wir mal, der erste von Muharram. Jetzt hat der Stichtag, das ist der erste von Muharram. Da ist der Nisab. Wenn er bis zum nächsten Muharram, ersten von Muharram, dieses Geld weiter dort hat, dann muss er die Zakat bezahlen. So, hat er auch gemacht. Aber jetzt ist ihn, hat er vergessen, wann sein Stichtag ist. Jetzt überlegt er in Monat zum Beispiel Shawwal, er sagt, wann war eigentlich mein Stichtag, weiß ich nicht mehr. Und dann beschließt er, okay, dann mache ich halt im Shawwal meinen neuen Stichtag. Jetzt hat er die Zakat bezahlt, jetzt ist ihm eingefallen, ach so, nee, das war doch der erste Muharram. Der kehrt dann wieder zum Stichtag zurück, okay? Der kehrt dann wieder. Aber wird er dafür zur Rechenschaft gezogen? Nein, Vergesslichkeit, Alhamdulillah, ist eine Sache, die Allah subhanahu wa ta'ala seinen Dienern vergibt. Bitteschön. Bricht eine Blutentnahme das Fasten? Das ist umstritten unter den Gelehrten. Bei manchen Gelehrten ja, bei anderen nein. Wenn er das verhindern kann oder verschieben kann, ist das besser. Bi'idhnillah ta'ala. Aber nach der richtigen Ansicht, bi'idhnillah ta'ala, bricht das nicht das Fasten. Wallahu ta'ala ala wa ala. Bitteschön. Muss man wirklich jedes Jahr die Zakat geben oder kann man das auch jeden Monat machen? Muss man die Zakat einmal jährlich geben oder kann man sie monatlich? Nein, du kannst sie auch monatlich geben und zwei Jahre im Voraus, wenn du willst. Okay? Ja. Man kann das sogar im Voraus geben und monatlich geben. Das ist kein Problem. Wallahu ta'ala ala wa alam. Sheikh Bashir, tafaddal. Wenn die Zakat jetzt noch nicht ein Jahr ist, muss man den Posten aufgeben? Wenn die was? Masse. Welche Masse? Grund. Ach, der Grundwert, wenn der noch nicht zusammengekommen ist. Ja. Nein. Schau mal, die Zakat hat doch zwei Bedingungen. Einmal, dass der Grundwert erreicht ist und zweitens, dass es ein Jahr gelingt. Wenn einer von diesen beiden Bedingungen nicht eintrifft, was ist mit der Zakat? Gibt's nicht. Zum Beispiel, einer hat 5.000 Euro. Ist er jetzt zakatpflichtig, ja oder nein? Okay, jetzt bleibt das Geld fast bis zum nächsten Jahr. Kurz vor dem Stichtag, drei Tage vorher oder zwei Tage vorher, geht dein Auto kaputt. Okay? Zum Beispiel, du hast einen Ford Galaxy, geht kaputt. Okay? Nein. Was machst du dann? Kann ich jetzt diese 5.000 Euro nehmen, um das zu reparieren? Natürlich. Wie viel musst du dann noch bezahlen, Musa? An Zakat? Alhamdulillah. Kommt drauf an, ob dein Auto ganz Schrott ist oder nicht. Ne? Das wolltest du sagen. Ja, genau, richtig. Kommt drauf an, wie viel übrig geblieben ist. Zum Beispiel, du hast 4.000 Euro ausgegeben. Jetzt bist du bei 1.000 Euro. Musst du die Zakat bezahlen? Jetzt nicht mehr. Selbst wenn ein Tag vorher das Geld weggeht, du brauchst nicht die Zakat zu bezahlen. Aber jetzt nicht Abu Bani Israel sein, ja? Es gibt Leute, die haben eine ganz üble Masche. Was machen sie? Die wollen gar nicht die Zakat bezahlen und die haben viel Geld, die haben viel Para Aranib. Was macht der vorher, ein, zwei Tage vorher? Der tut so, als ob er sein Geld investiert. A'udhu Billah. Aber hat er es investiert? Nein. Der wollte nur einfach keine Zakat bezahlen. Als ob Allah Azza wa Jal, subhanallah, ihn nicht kennt und seine Absichten kennt. Möge Allah Azza wa Jal uns bewahren. Bitte schön. Ist es egal, wie alt man ist? Bezüglich der Zakat? Ja, genau. Wie ist das bei der Zakat? Die richtige Ansicht ist, klein oder groß, jeder bezahlt die Zakat. Wie? Einer ist 10 Jahre alt und hat schon 5.000, manche 10-Jährige sind reicher als wir, ja? Wie viel Kohle hast du, Abdullah? Sei ehrlich. Ja, siehst du? Wer nicht redet über Geld, der hat immer viel Geld. Jetzt ein 10-Jähriger hat zum Beispiel, die Eltern geben ihm jeden Monat 100 Euro. Jetzt hat er 7.000 Euro. Ja, muss bezahlt werden. Muss bezahlt werden. Wie, der ist 10 Jahre? Muss bezahlt werden. Gibt es Hadith? Gibt es Hadith. Muss bezahlt werden. Wallahu ta'ala ala wa'ala. Tfadda. Genau, das sind 2,5%. Ja, Achua, wir reden praktisch, wenn jemand 10.000 Euro hat, wie viel bezahlt er? Hä? 250? Richtig? 2,5%? Walid lacht, der sagt, Schwarz war auch lange nicht mehr im Matheunterricht, aber es kann niemals sein. Wie viel sind 2,5% von 10.000? 25 Euro. Stimmt?
Ehren sieht aus, als ob er das weiß. Wie viel sind 2,5% von 10.000? 25 Euro. Aber du bist halt großzügig, Bashir. Subhanallah, von 10.000 Euro du Geizhals, bist du nicht bereit, 25 Euro zu geben? Ich meine, Allah hat dir die 10.000 Euro gegeben. Ich dachte 250. Sehr gut, Bashir. Ja, jetzt so gewiss du, ne? Das ist erstmal so. Und jetzt auf einmal. 250 Euro. Richtig, 250 Euro. Stimmt? Stimmt. Also, Diskussion beendet. Bashir hat das auf seinem Rechner gerechnet. Sein Rechner, alhamdulillah, ist vertrauenswürdig. Ich meine, subhanallah, Allah azza wa jalla lässt dir von 10.000 Euro, wie viel? Minus 250? 9.750 Euro. Was bist du mehr? Das ist Geld von Allah azza wa jalla. Nur 250 Euro sollst du abgeben. Wallahi, Yahweh, ich sag euch eins, wenn jeder Muslim seine Zakat bezahlen würde, was denkt ihr, würde es noch Armut auf der Erde geben? Keine Armut mehr. Keine Armut mehr. Auch die Kuffar bräuchten ihre Zinsen nicht auf den Banken. Subhanallah. Aber schaut mal, wie viel Übel gemacht wird. Ja, aber das ist das Problem. Nicht jeder zahlt seine Zakat. Selbst Leute, die fünfmal am Tag beten, wenn es um Geld zahlen geht, haben sie alles vergessen. Und subhanallah, genau für was ist diese Zakat? Damit Allah azza wa jalla dich reinigt vor was? Vor Geiz. Vor Geiz. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَخُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً. Nimm von ihrem Geld eine Sadaqa. Was heißt eine Sadaqa? Zakat. Zakat, ne? Ja. Der sieht auch so aus, als ob er nicht zahlt, seine Zakat. Naja, das nützt dir nicht, dass du klein bist. Na, bitteschön. Wenn man dieses Beispiel mit dem Auto, wenn es kaputt geht und man jetzt 2 Tage vor dem Stichtag ist, muss man es auch vorher ausgegeben haben, oder? Also es zählt nicht, dass man nur den Plan hat. Nein, nein, nein. Man muss es ausgegeben haben. Man muss es ausgegeben haben. Das ist eine gute Frage. Das heißt zum Beispiel, 2 Tage bevor ich bezahlen muss, die Zakat, entrichten muss die Zakat, alaikum salam wa barakatuh, ist mein Stichtag. Jetzt sage ich, okay, ich plane, ich zahle von diesem Geld so und so viel, so dass ich eigentlich nicht mehr Zakat-pflichtig bin. Reicht die Absicht? Nein. Das muss dann tatsächlich auch bezahlt werden. Wallahu ta'ala alam. Selbst wenn einer Geld spart für die Hajj, okay, jetzt er fängt heute zum Beispiel an zu sparen und hat dann 3.500 Euro am Stichtag. Der muss darauf die Zakat bezahlen. Sag mal, das Geld für die Hajj? Ja, auch für die Hajj. Alles, was diese Bedingung erfüllt, ist Zakat-pflichtig. Bitte schön. Pika-baka. Wie ist es, wenn die Eltern jahrelang Geld für ihren Sohn angezahlt haben? Kein Zugriff. Eltern haben für jemanden, wir reden danach darüber, wie viel, ja? Eltern haben für jemanden Geld zur Seite gelegt oder für ihn immer angespart. Und er kriegt das Geld erst, wenn er 18 Jahre alt ist. Vorher hat er keinen Zugriff. Wie macht er das hier? Man sagt den Eltern, dass sie darauf die Zakat bezahlen. Sagt man, vielleicht sind sie keine Muslime zum Beispiel. Sie werden das nicht machen. Okay, wenn man ihnen das gesagt hat, und gesagt hat, dass man das als Muslim machen muss und sie das nicht machen, dann trifft einem nicht die Schuld. Aber was macht man? Wenn man dann Zugriff hat auf dieses Geld, dann zahlt man nachträglich die Zakat. Nachträglich die Zakat. Wallahu ta'ala ala wa'ala. Tfadal. Wie kann man Geld reinwaschen, was haram ist? Ich erzähle euch eine Geschichte. Die Mutter von einem Bruder ist einmal zu einem Hodja gegangen und hat ihm gesagt, es gibt hier Zinsgelder, was kann man machen? Er sagte ihr, gib uns das, für dich ist das haram, aber wir wissen, wie wir das reinwaschen. Mashallah. A'udhu billah. Schaut mal, wenn man Haramgeld hat, dann unterscheiden die Gelehrten 2 Kategorien von Haram. Eine Sorte von Haram ist zum Beispiel, was man durch Überfälle oder durch Klauen oder sonstiges erwirtschaftet hat. Dieses Geld muss weg. Dieses Geld muss weg. Dann gibt es eine andere Sorte von Haram, wo eine Person zum Beispiel Alkohol verkauft hat,
Schweinefleisch verkauft hat, Dinge verkauft hat, die haram sind. Aber das Geschäft ist im beiderseitigen Interesse gewesen. Das heißt jetzt nicht, dass es halal geworden ist, aber er hat es nicht geklaut, er hat es nicht durch Überfall erwirtschaftet oder sonstiges. Dieses Haram gilt. Einige Gelehrte sagen, wenn er bereut, dann ist das Geld halal für ihn. Das ist die Ansicht von einigen Gelehrten. Und die anderen Gelehrten sagen, nein, er sollte dieses Geld für muslimische Organisationen geben, außer das, was er dringend davon braucht, das kann er für sich zurückbehalten. Und ich tendiere zu der zweiten Ansicht. Und die ist reiner. Warum? Weil das ist Geld, was den Zorn Allahs verursacht hat. Jetzt, was ist die Aufgabe eigentlich, um den Zorn Allahs subhanahu wa ta'ala zu nehmen? Ha? Sich davon zu lösen, zu reinigen. Aber nichtsdestotrotz gibt es einige Gelehrte, die haben gesagt, nein, wenn er bereut, dann ist das alles halal für ihn. Wallahu ta'ala ala wa ala. Bitteschön. Meine Schwester fragt, ihre Mutter hat einen Pflegesohn aufgenommen, der jetzt in die Pubertät kommt. Und ich bin mit ihm aufgewachsen wie Bruder und Schwester. Muss ich vor ihm Hijab tragen? Muss eine Schwester vor jemanden Hijab tragen, der in der Familie aufgenommen wurde, er aber nicht ihr richtiger Bruder ist, sozusagen? Wie ist die Sache hier? Jetzt kommt es drauf an, wurde er gestillt oder nicht? Wenn er fünfmal vollständig gestillt worden ist, dann ist er ihr Mahram. Okay? Und er darf sie auch nicht heiraten und sie kann auch ohne Hijab vor ihm sein. Aber wenn das nicht der Fall war, dann muss sie den Hijab vor ihm tragen. Wallahu ta'ala ala wa ala. Na, bitteschön. Muss der Mann immer die Gebete in der Moschee beten oder kann er bei sich zu Hause beten? Ein Mann? Ja. Jetzt ein richtiger Mann? Ein richtiger Mann, ja, muss seine Gebete in der Moschee beten. Na? Und außer wenn er natürlich auf Arbeit ist, wenn er in der Klausur ist oder sonstiges, das ist was anderes. Aber wenn er zu Hause nur in der Nase bohrt und sich die Wand anguckt und die Platten zählt, dann geht er in die Moschee. Na? Alaikum salam. Bitte schön. Ein Bruder fragt, darf man noch mehr als 2,5% zahlen? Nein, man zahlt 2,5%. Was er auch immer an Sadaqa geben will, das ist seine Sache. Aber verpflichtet ist er, 2,5% zu zahlen. Na? Wallahu ta'ala ala wa'ala. Tfadda. Ist die Stiefmutter auch Mahram, die der Vater neu geheiratet hat? Ist die Stiefmutter Mahram, wenn der Vater zu ihr eingegangen ist? Das heißt mit Heiratsvertrag und alles drum und dran, ja. Bi'idhnillah ta'ala, dann ja. Bitteschön. Jemand möchte wissen, wenn ein Freund einem zum Beispiel 100 Euro leiht und man ihm später als Dank 125 zurückzahlt, sozusagen, gelten diese 25 dann als Zins? Eine Person gibt dir 100 Euro, du leihst bei ihr 100 Euro aus, okay? Das heißt, eine Person kommt zu dir, sagt dir, kannst du mir 100 Euro leihen? So, jetzt ist die Sache so, dass derjenige, der die 100 Euro verliehen hat, vergeben hat, der darf nicht einen Cent mehr fordern. Ansonsten ist das Riba, Zinsen. Jetzt die Person, die ihm das Geld zurückgeben muss, sagt ihm, Baraklau fik, dass du mir in Notzeiten geholfen hast. Ich gebe dir 100 Euro und 25 Euro als Geschenk von mir aus, das ist kein Problem. Und das ist der Hadith vom Propheten sallallahu alaihi wasallam. Als er einem Juden Geld geschuldet hat, kam der Jude vor dem vereinbarten Zeitraum. Und hat ihm gesagt, ja Muhammad, wo ist mein Geld? Schaut mal, a'udhu billah, die Art und Weise. Ja. Und es war noch gar nicht der Zeitraum eingeplant. Dann hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam den Sahaba gesagt, sammelt das Geld zusammen und legt noch oben einen drauf. Schaut mal, subhanallah, wie er ihn damit erniedrigt hat. Dass er ihm gesagt hat, du kommst zwar vor dem Zeitraum und eigentlich müsste ich es dir jetzt nicht geben, aber trotzdem kriegst du das Geld und noch einen drauf. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Tfadda. Was, wenn man zum Beispiel ein Haus kaufen will, man sagt jetzt zum Beispiel dem Verkäufer, lass mich es auf Raten zahlen und dafür zahle ich dir dann auch mehr. Wir müssen immer unterscheiden, Achil Karim, wenn man eine Ware kauft, ob man da bei Ratenzahlungen mehr bezahlt und den Schulden. Schulden ist eine Sache. Schulden, das ist klar, hier darf man nicht von den Leuten, wenn sie das dir in Raten zurückzahlen, mehr verlangen. Das wäre Riba, dass du selber mehr verlangst. Bei Ratenkauf sagen die meisten Gelehrten, du kannst bei Ratenkauf von einer Ware zum Beispiel kannst du auch mehr veranschlagen. Ja? Das ist ein anderes Thema. Wallahu ta'ala ala wa'ala. Die letzten zwei Fragen, drei Fragen. Bitte schön. Sheikh Sufyan al-Thawri,
Bruder hat einmal, weil er über jemanden schlecht gedacht hat, konnte er Kermolein einige Monate nicht beten. Das ist so eine Art Erziehung von Allah zu ihm, dass er nicht so denken soll. Sufyan al-Thawri, rahimullah ta'ala, ist einmal auf der Straße gewesen und hat einen gesehen, der hat geweint. Dann sagte Sufyan al-Thawri, rahimullah ta'ala, der sieht aus wie ein Murai, der Riyah macht, das heißt Augendienerei. Hat er aber zu sich selber gesagt. Ja? Er sagte, ich habe das zu mir selber gesagt. Daraufhin hat Allah Azza wa Jal mir 5 Monate Qiyam al-Layl verwehrt. Und deswegen sagt Ibn al-Qayyim, rahimullah ta'ala, die Sünde verwehrt einem eine gute Tat. Das heißt, wenn man eine Sünde begeht, verwehrt das einem gute Taten. Wallahu ta'ala ala wa. Fadal. Wie ist es mit einer Person, die in ein Geschäft investiert, beispielsweise 5000 investiert, und der Geschäftspartner gibt ihm 7000 zurück als Entlohnung oder als Gewinn? Entspannend. Zählt das ja auch als Zins? Jetzt zum Beispiel, einer nimmt einen Laden, jetzt zum Beispiel für 5000 Euro, okay? Ja, zum Aufbau des Ladens. Zum Aufbau des Ladens. Dann kommt einer und sagt, ich will das von dir übernehmen, ich gebe dir 7000. Nee, sondern beispielsweise ein Bruder gibt einem anderen Bruder zum Aufbau des Ladens 5000 okay. Euro. Und er gibt ihm die 5000 Euro zurück, ja. Nach dem Aufbau, ja. Weil der Laden gut läuft, und gibt nochmal 2000 oben drauf. Okay, kein Problem, kein Problem. Kein Problem, Wallahu ta'ala ala wa'ala. Bitteschön. Bitte? Was macht man mit Geld, was man auf dem Boden findet? Da guckt man, wie viel das ist. Wenn das sehr wenig ist, kann man das behalten. Aber wenn das schon ein beträchtlicher Betrag ist, sollte man das nicht vor einem Jahr herausgeben. Das heißt, oder nicht vor einem Jahr für sich selber nutzen. Ja, wie kann man das machen? Zum Beispiel, man findet das draußen und da war auch keiner. Dann nimmt man das Geld, sind zum Beispiel 700 Euro. Dann kann man auf dem, wie heißt das? Lamut, Säule oder irgendwie Stange oder so schreiben, es wurde Geld gefunden. Derjenige, der das Geld verloren hat, soll sich unter der Nummer melden. Okay? Aber du schreibst nicht, wie viel, ja? Das ist ja die Prüfungsfrage für ihn dann, ja? Und auch nicht, wie die Scheine sind und dies und das. Deswegen, ja? Wallahu ta'ala ala wa alam, barak lafikum wa jazakum la khairam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.